Moin moin, Tag Servus und Grüezi. Willkommen zurück zu Survive the Nights. Ja, ihr Lieben, wie ihr sehen könnt, hier steht Day One. Aber nein, ich bin nicht gestorben. Ich vermute, es hat ein Update gegeben oder der Server wurde neu gestartet, denn wir haben nichts mehr. Und wir haben noch Besuch. Ich habe eben gesehen, hatten wir bis zu 5 Leute. Ja, Tatsache. Nix, nada, niente. Ja, okay, wir haben schwebende Magic Stones. Und ja, das bedeutet, wieder bei Null anfangen. Und wir haben Hühner. Hühner um Dach. Chickens on the roof. Jeha. Was? Ich glaube, ich habe mal Visitors drin gehabt. Oder drin. Ich habe keine Waffen. Ist hier irgendwas, was vorne liegt? Ja, in dem Haus ist ja wahrscheinlich Full House. Ach, Ruhe da drin. Die selber. Ja, ich muss wieder unbedingt mit dem Dingsbums hier. Wo haben wir es denn? Guide, Inventar. Wo haben wir es? One Plank. Ne, kann ich nichts mitmachen. Ja, die selber. Gut, ich kann durch den Busch gehen. Passiert nicht viel. Ah, und es wird dunkel. Das ist aber schön. Das einzige Haus, weit und breit. Naja, ich habe keine Wahl. Ich bin hier irgendwo in der Pampa gelandet. Komm, wir gucken uns noch einmal da drüben um und ja, dann war es das auch. Ich habe keine Wahl, ich muss das Haus... Cardboard ist gut. Ruhe. Ja, Craft the Club ist schön. What? Saupratz da. Schleicht er sich von hinten an, man hört ihn nicht mal. Boah, na gut, jetzt ist auch egal. Okay, das Spiel hat ein paar Probleme gerade, merke ich. Da! So, Pratz. Hallo, Crouch? Ne, ich kann nicht ein bisschen so Crouch. Hallo! Boah! Was war denn das für einer? Dieses Geräusch ist gerade sehr beängstigend. Okay. Der ist gut drauf. Oh ja, der war ein bisschen stärker. Nehmen wir mal. Gut, jetzt haben wir wieder unser altes Wasserproblem. Cupcake, Rambox, oh, take all. Hopp, 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 was sind wir da? Nehmen wir mal. Entscheidet sich dann später. Gut, es bringt jetzt nichts, hier lange zu fluchen, dass wir wieder bei Null anfangen. Ist halt so auf so Servern. Auf fremden Servern besonders. Mit dem privaten kann man da noch ein bisschen mehr entscheiden. Was macht ihr denn da für Geräusche, Leute?
Ja, ich mach mal auch Ho-Ho-Ho-Ho. Komm her, put. Der war richtig, richtig übelst zäh. Heieiei. Aber wir haben ihn bezwungen. Gerade so. Gesundheit, Schatz. So, wir haben keine Bottle, wir haben gar nichts. Gucken wir uns mal um. Gok, gok. Also, die Hühner am Dach machen mich ein bisschen gaga. Ja, aber gut, die machen mich gaga. Wunderwegen. Okay. Nix drin. Das ist aber traurig. So, ich wäre dankbar, wenn das hier weggehen würde. Halt. Danke. Gut, wir müssen uns jetzt erstmal mit diesem Gemach hier, mit diesem Haus arrangieren. Dazu würde ich da mal vorschlagen, erstmal die Tür schön zuzumachen. Und nochmal kurz umzugucken, ob ich nichts vergessen habe, nichts übersehen habe. Hallo, ein Klavier. Ja, ich habe den Kanister gesehen, Jerry King. Okay, jetzt heißt schnell hoch und ruhig sein. Jetzt haben wir gleich Feuerzauber. Der Extraklasse. Okay, C, Crouch, okay, ich verstehe. So, für euch wird es gerade ein bisschen öde, glaube ich. Deswegen, klack. Hier dürfte man das nicht so wahrnehmen. Hier vielleicht schon, aber deswegen leuchte ich so rüber. Gut, Muni haben wir ein bisschen. Cardboard. Cardboard könnte ich doch craften, oder? Ja, wie war das nochmal? Tinder. Da. Bitteschön, das hätte ich gern. Create. So, machen wir uns ein bisschen Zunder. Die Warm Plank müssen wir auch verwursteln können. Eine Jerrycan ist nicht so verkehrt. Klar, sie ist schwer an dem Platz. Wenn wir aber jetzt direkt einen fahrbaren Untersatz finden würden, wäre es nicht so schlecht. Ach, Hühner, ihr macht mich echt bekloppt. So, Empty Can. Was kann ich mit der Empty Can machen? Wasser vielleicht reinfüllen? Gut. Wir können was essen. Gut, Ramen. Eat. Oh, Hühner, ich mach dich bekloppt. Genau. Ups. So, Muni hatten wir, Werkzeug haben wir nicht. Genau, das wäre eigentlich das einzige Relevante, was wir jetzt haben. Schade. Oh, Hühner. Ich rufe euch gleich. Ja, ihr Lieben, jetzt haben wir den Wandschrank-Simulator so in etwa. Ne? Wir müssen jetzt erstmal warten. Ich will nicht zu viel Licht machen, zu viel Lärm. Es gibt ja noch andere Spieler. An dieser Stelle, hallo Chris Miss und hallo
Cup 0. Boah, mein Ping ist... Ah, okay. Naja, mal gucken. Wie dunkel ist es für euch? Guck ich mir mal gerade an. Ja, schon recht dunkel. Ihr seht jetzt nur gerade den Boden, glaube ich, und das Fenster. Ich wollte mich mal kurz hier hinschleichen. Blue Bottle! Ich habe eine Dose! Das ist genauso gut. Hier. Kann ich auch ins Klo packen. Na gut, dann schmeiße ich die Dose weg. Was soll ich mit der Can machen? Ich weiß es jetzt noch nicht. Vielleicht werde ich mich gleich schwarz ärgern, wenn ich es herausfinde. Ne? Ist möglich, natürlich. Aber, ciao, brauche ich nicht. So. Mond? Ja, der müsste da irgendwo stehen. Der Mond. Es wäre ja cool, wenn ich Scrap Metal nochmal finden würde. 3 Stück und ich könnte mir, glaube ich, einen Grill daraus basteln. Dann hätte ich schon mal einen Grill. Hätte ich dann noch eine Kantine, wo ich hin würde, wäre ich richtig, richtig glücklich. Denn ich habe ja jetzt den Dreh raus mit dem Abkochen. Brauchen dann noch ein bisschen Holz. Das geht ja auch relativ flott. Unten kann ich mir vielleicht nachher noch Holz besorgen. Mal gucken, was drin ist. So, wir haben sonst nichts Interessantes. Ja, das können wir so nicht essen. Zwei von 20 Jerrycan. Bedeutet das die Einheiten von Treibstoff da drin? Also haben wir schon ein bisschen Treibstoff drin. Cool. Ja, Nägel, die sind bis jetzt erstmal irrelevant. Wir haben noch kein Werkzeug. Ich dropse mal noch nicht. Zünder ist gut. Blank. Einmal Firewood. Einmal Firewood, please. Ich glaube, wir haben Besuch, oder? Ihr seht jetzt vielleicht noch gerade den Sternenhimmel ein bisschen. Ich weiß nicht, wie das jetzt auf YouTube rüberkommen wird. Das ist halt jetzt das Dumme, wenn ich so in der Ecke hocke, aber nachts draußen rumschleichen kann ich wirklich nur in dichteren Wald und selbst da muss ich aufpassen vor dem Zombie-Spawn. Oh, Hühner. Ja, gock, gock, gock. Ich renn gleich freiwillig raus. Naja, wenigstens gab es hier ein Haus. Was ist das in der Wand? Wo ich mich drin verstecken konnte. Oh, das war ein komisches Ton von dem Huhn. Was? Was? Hilfe? Das Huhn gackert fast Hilfe. Lol. Ah. Der Tag nähert sich. Genau. Ja, das hier ist eine schöne kleine Kammer, ne? Gleich kommt Tag 2. Bitte, bitte, bitte. Knirsch, Knacks. Gucken. Ja. Noch 2 Minütchen und dann haben wir es geschafft. Fängt es an zu dämmern. Zu dämmern. Ja. Guckt aus Fenster. So.
echt gar nicht zum Abgreifen. Das ist schade. Gut, dann müssen wir uns Firewood organisieren. Das haben wir auch gleich. Schicht im Schacht. So ein diskretes Knirschen. Jetzt schauen wir uns nochmal hier um. Ja, genau. Gut, 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 gut. Da wollte ich ja reingucken. Nee, ich kann nichts rausnehmen. Schade. Mal hat man hier was, mal nicht. Okay, hier wollte ich mal reingucken. Nix. Da ist nichts drin. So. Uff. Da ist der Osten. Da ich ja die Map nicht kenne und keine hab, genau. Komm, laufen wir mal gen Osten. Weg von den Hühnern, ich kann es nicht mehr hören. So, ja, was ich jetzt leider nicht weiß, wann der Server hier resettet wurde oder wann ein Update kam. Ich spiele das eigentlich derzeit nur am Wochenende. Da wird sich vorerst auch nichts dran ändern. Also quasi, wenn ihr das sehen werdet, habe ich das kurz davor aufgenommen. So, und ich prüfe jetzt nochmal gerade, vorsichtshalber, ja, Ton wird mitgeschnitten, gut. Ach, ja, ein neuer Anfang. Ich bin der König der Welt! Oh, da war ich der König der Welt. Boah! Okay. Du nur tampel herum. Es ruckelt ganz schön. Du musst mir nicht sagen, dass du wieder Hunger hast. Du hast doch... Hallo, junger Mann. Wo? Lol. Peace. Mit. What? Lag? Lol. Okay, ich frage ihn mal. Apparently. Hallo, R? Gut, let's go up to that farmhouse. Er lädt mich ein, wieder zu diesem Farmhouse zu gehen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Boah! Lol. Spawnt er das Mobil auf meinem Kopf. Cool. Darf ich rein?
Hallo? Hallo? Nein! Ja, lass mich rein. Cool. Cool. Okay, so sehen wir schon mal das Wohnmobil. Lol. Looks nice, man. Warte mal, echt soll ich. Boah! Nein! Ja! Wo haben wir die Jerrican? Jerrican. Gut, fragen wir ihn mal. I got a Jerry. Okay, it's magic. Yeah, man. That's the way. Okay. Ab. Ab is a bad idea. Also, querfeld einfahren ist nicht so prickelnd. So, jetzt frage ich mal, wo, aber irgendwo. Wo hast du es gespawnt? Das hab ich jetzt nicht. Ah, okay. Iha! Jetzt gleich ist das Ding Schrott, wenn wir an der Straße sind. Also gut, es scheint wirklich der Server-Admin zu sein oder zumindest derjenige, der Zugang zu den Daten hat. Oh, oh, und Waffen? LOL! Was hat denn der jetzt auf einmal? Okay, ich komm mal mit. Ich glaube mal, dass er mir friedlich gesonnen ist. Wäre schon längst, gleich Peng. Let me live. Nice. Ach ja, hier ist eine Küche. Sparplan. Jaffa Cakes! Oh, take! Die sind geil, die Dinger. Ricebox, Ricebox, take all. Nam nam nam. Cupcake. Cupcake, warum crouch ich überhaupt? Oops.
Okay, ich glaube, er ist schon wieder weg. Vielleicht. Das war dumm. Gut, mein Freund lässt mich hoffentlich nicht hier zurück. Okidoki. Okay, er fährt nicht besser als ich. Naja, er schreibt, hier gibt's extrem viel Loot, klar, Essen, aber Waffen, nope. Ich hab's ja gerade eben gesehen, ihr dann auch. Zumindest habe ich das nicht wahrgenommen, keine Waffen. Und auf einmal hat er einen Rücken voller Waffen. Hallo. Ja, er hat es mal geklärt. 9 mm. Ist hier was? Nein. Screwdriver. Wartet er auf mich oder fährt er los? Ja, er ist, glaube ich, so lange gewartet. Oh, das war knapp. On the road. Road trip. Ja, also ich hätte jetzt mir nicht denken oder träumen lassen, so schnell mal das Wohnmobil von innen zu sehen. Klar, er hat sich das gescheatet wohl. Ich glaube nicht, dass man das so mit sich mitschleppen kann. Ist das jetzt eine Falle? Fährt er jetzt? Lässt er mich allein? Wir werden es nicht erfahren. Doch. Ich habe einen Siphon aufgenommen. No. Siphon, pfui, weg. Okidoki. Wie gesagt, ich bleib mal tiefenentspannt. Wenn er mich hätte abballern wollen, wäre ich schon weg gewesen. Chips. Da, fahr richtig auf der Straße, Junge. Oh. Okay. Das ist ihm wohl zu popelig. On the road again. Es ist schön. So schön. Oh, hier hält er bestimmt wieder an. Ja, vielleicht zwei Häusles da. Drei Häusles da sein. Cakes. Okay. Na dann, hinten. Nothing. Jetzt Headshot. Bam. Gut, also große Sprünge können wir jetzt nicht mehr machen. Denn unsere Gesundheit ist bad, bad, bad. Und das Full House.
Okay. See you later. Check my back. Ja, ich hab deinen. Boah, lol. Lol. Okay. Das war mir. Check. Jerry can. Scrap metal. Short siphon spark plug. Fuel pump. Boah. Tickle. Ja, also. Ich raub dir selbst die Waffe aus der Hand. Das ist. Scrap Metal nehme ich mal, wenn ich kann. Ready along. Jerry can take. Ja, das habe ich. Headlamp. Spark Block. Radiator. Ah, komm. Nochmal eine Jerry kennen, wenn ich kann. Und das war's. Obwohl, Gesundheitsschatz. Kann ich irgendwas drop? Fuel Pump. Wir haben das mächtige. Boah, alle in grün. I'm loving it. Here we go, on the road. Okay, thank you very much. Ich muss ja jetzt nicht so ein großes, schlechtes Gewissen haben. Boah, die Tür ging auf und ich dachte schon. So. Ja, also die hat auf jeden Fall mehr Wumms. Diese Wumme hat mehr Wumms. Also. Ja. Okay, manche werden jetzt sagen, ja, ich habe die Waffen jetzt von ihm. Night Switch. Klar, ist jetzt nicht so ganz die feine englische Art. Er hat ja, so wie ich zumindest verstanden habe, die Erlaubnis dazu gegeben. Ne? Hat sich vor meiner Nase ausgelockt. Und hat auch gesagt, check my back, okay. Die Waffen waren jetzt nicht mehr im Back, aber okay, gehört dazu. Und in Anbetracht, dass der Server resettet wurde, hey, why not? Wir haben jetzt eine viel größere Challenge. Und zwar heißt die... Finde nochmal eine Kantine. Oh, eine Axt. Rahmenbox. Okay. Ist das? Kann ich nicht nehmen. Nein! Was kann ich droppen? Droppen, 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 droppen. Drop, droppity, drop, drop. Außer. Drop. Und ich lieber eine Headshot. Und ich. Ah, geht nicht. Da war ich schon. Gut. Lalalala. No Canteen, no Canteen. Also eine Kantine ist was sehr, sehr Wichtiges, was wir brauchen werden und was wir leider nicht haben. Noch nicht. Okay, es wird bald Nacht. Hallo! Spring Freund und tritt herein. Ruhe. Wo ist er? Noch da? Hallo. Ja, it's fun. Hat man gleich wieder ein bisschen was mit Waffen. Klar, wir hatten nicht so gute Waffen. Aber immerhin, wir hatten meistens immer eine Schrotze. Wir hatten auch eine Wumme. Beast you can't more. So, ich glaube, hier müssen wir nicht so... Ah, Jaffa Cake. Cool. Nicht so hungern. Komm, take. Braucht man nicht, sagte er und jammerte dann, ich brauche ein Cardboard.
Dirty Rex, mir egal. Nix. Nix. Hallo, was haben wir da? Was zu essen. Alternator ist mir egal. Eine Map. Nehmen wir mal mit. Ist hier was drin? Nein. Oh, Water Bottle. Mazel Tov. Gut, schauen wir nochmal hier kurz rein. Ich müsste ja Krimskrams dabei haben, den ich wegschmeißen kann. Oilfilter, weißt du was? Drop. Small Engine Camper, Drop. Sparkplug, Drop. So, habe ich wieder ein bisschen Platz. Bottle. Wo ist meine Bottle? Bottle, 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 Bottle. Water Bottle, Water Bottle. Fill. Yes! Jetzt geht's weiter. Okay, hier geht's für die Leute, die hier drin waren, nicht so weiter. Aber ich muss mich jetzt hier nicht mehr fürchten, denn ich habe eine fahrbare Basis. Klar, ich glaube, Sets können auch hier viel Spaß mit haben. Aber hey, solange ich aktiv bin. War da was? La la la. Okay, hat das Ding Licht? Ah. On the road again. Ist das cool. Dann wollen wir mal weiterfahren. Wir wollen zu was Größerem. Wie heißt das alte Sprichwort? Alle Wege führen nach Rom. Naja, nach Rom will ich nicht unbedingt, aber ihr wisst schon. Wow. Knapp, knapp, knapp. Wir haben hier drin ein paar Mikro-Ruckler und dann steuern ist ein bisschen schwierig. Okay, jetzt habe ich die Ortschaft nicht gesehen. Hallo? Entschuldigung. Das war jetzt nicht so gut. Ich crouche mal. Okay, tatsächlich wäre ich auch dankbar gewesen für Verband. Da war ich ein bisschen besser ausgerüstet in dem anderen Spielstand. Klar, ich habe jetzt vielen Schnickschnack, den ich so nicht hatte. Go away. Wenn ich jetzt schieße, habe ich Party Hard. Wie heißt die? Clinchester. Ja, sag ich auch, Junge. Von innen kann ich natürlich nichts befüllen. Aber es ist gut, die lassen mich in Ruhe. Also, man kann auch mal mitten in der Nacht auf der Straße stehen bleiben. Okay, hier wird schon ein bisschen geschrien. Okay, ich mache jetzt kein Licht an, aber ihr müsstet auch ein bisschen was sehen, ne? Also ja, ihr seht raus, normalerweise. Da hinten sind sie überall. Ja, ich brauche was zu trinken, ich weiß.
Ding. Coming soon, ne? Ja, genau, schade. Sonst könnte man schon vieles machen. Also ich finde, sowas hier würde auf jeden Fall auch in 7 Days to Die reingehören. So ungefähr. Eine mobile Basis. Klar, viele würden sagen, ja, die ist dann overpowered und so weiter und so fort. Nö, nicht unbedingt. Ihr seht ja, wie das hier gelöst wurde. Es ist nicht so extrem geländegängig. Und ich gehe mal davon aus, dass die Zs dem auch einigen Schaden zufügen können. Das wäre eine schöne Lösung, dass man dann immer quasi, wenn man unterwegs ist, das Ding ein bisschen abschotten muss. Irgendwo drin parken muss oder eine Mauer drumherum ziehen muss. Ah. The Moon, La Lune, La Luna, der Mond. Gut, dann haben wir gleich Tag. Da kann ich mal rausgehen und das klären. Dann kann ich auch mal sehen, wie man tankt. Also ich hoffe mal stark, dass das der Admin war, nicht dass ich hier gesperrt werde, weil ich mit dem Zeug unterwegs bin. Das wäre übel. Aber ich habe den Videobeweis. Und jetzt OBS kackt ab. Jetzt gucke ich wirklich. Nee, gut. Läuft. Also das mit der Atmo, finde ich, haben die gut gemacht mit dem Licht in der Nacht. Ruhe da draußen. Ja, ich mache auch. Na gut, ihr Lieben, jetzt wird es doch ein bisschen dunkler noch für euch, obwohl der Tag jetzt nahen müsste. Was wir machen an dieser Stelle, ja, wir sind am Ende einer Folge angelangt. Haben auch wieder ein bisschen was gezeigt. Ist ein bisschen länger, ist ja nicht so schlimm. Ihr habt gesehen, wir haben einen netten jungen Mann kennengelernt, der hoffentlich wirklich der Admin war, aber egal. Ich habe da jetzt kein Bedenken. Er war nett, er hat einen mitgenommen, er hätte einen auch abballern können. Hat er nicht gemacht. Und ja, vielleicht sieht man sich nochmal, wäre cool. Und ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Wenn es heißt, hier wird Glas zerbrochen. Tschüss!